Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der Karte Hof Bergmann. Wir spielen mit der Seasons Mod, haben Herbstende, ja, der Winter steht kurz bevor und wir versuchen hier noch gerade unsere, unsere Gerste hier noch im Feld 17 reinzubringen. Es wird langsam kritisch, denn der Boden hat nur noch 5 Grad und das ist auch das Minimum, was wir haben müssen. Und deswegen hoffe ich mal, dass er jetzt schnell durch ist. Weil wir müssen eine Arbeitsbreite von 4 Meter und er kommt eigentlich auch ganz gut voran, ne? Ich sehe nur gerade, der Tempomat ist ein bisschen arg runtergestellt. Fand es mich so 11 km/h, da kann er ja auch schneller. Ich stelle mal auf Maximum. Nee, ich wollte nicht aktivieren, sondern. Naja, 36 reicht ja auch, sehr egal. So, jetzt wieder Abfahrt einstellen. Okay, ist auch nicht schneller. Aber. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Feld noch schaffen. So, unsere Expresslieferung. Ja, nochmal vielen Dank für den Tipp. Das wird eine Expresslieferung für die Katz. Macht wohl keinen Sinn, weil der Stapler das Ding eh nicht dran machen kann. Wir werden es nochmal probieren, aber ich glaube dir natürlich, dass das nicht funktioniert. Nochmal vielen Dank für den Hinweis. Das heißt, wir müssen uns dann nochmal eine extra Ballenpike kaufen und dann können wir hier mit dem Stapler eigentlich auch zurechtkommen. Aber ich könnte es nochmal, wie gesagt, zum Spaß einmal probieren, ob es vielleicht doch geht. Wäre jetzt aber komisch. So. Noch nicht wieder aus von der Kiste. Ist hier so weit hinten, ne? Nach hinten gerutscht. Ja, echt doof. So, was ich mich auch frage, YouTube, ob wir hier überhaupt noch. Wir müssen ja auch hier eine Art Getreidelager haben, oder? Wenn du die Viecher füttern willst, muss doch irgendwas sein, wo du auch dann das Getreide hinstellen kannst. Aber wahrscheinlich nicht. Du müsstest in der Halle lagern. Ich meine, das ist ja auch genug Platz. Müsste man halt dann so mal einen Anhänger rüberholen, ne? Also hier drüben war jetzt noch. Na, hier könntest du die Gerätschaften nochmal unterstellen. Ne? Könnte man auch jetzt nochmal die Körner lagern, aber ich glaube, wie gesagt, in der Halle müsste eigentlich genug Platz sein. Was ich jetzt vorher nochmal machen wollte, das Wasser rüberbringen, damit dann weiter nochmal unser Dünger gemixt wird. Und einen Schuss Wasser wollte ich auch den Hühnern gönnen. Damit die hier überhaupt mal ein paar Hühner produzieren und wir gegebenenfalls dem Fuchs entgegensteuern können. Oder ihn mit Nachwuchs versorgen, wie auch immer. Der hatte doch auch. Ja, mach ich doch. So. Ich kann damit Stil aufsteigen. Mach hier das Tor mal zu. Das ist auch noch ein alter Anhänger. Müssen wir auch mal sehen, was wir damit dann machen. Ja, fein. Kriegst mal ein bisschen Wasser, ne? Also Futter habt ihr ja. Ja, fehlt dann nur das Wasser. Und wenn bis zu 200 Hühner kannst du hier, produzieren. Also bevor man die abholt. Ne? Passt ja schon eine Menge rein. Zack, das war's da schon. Ist ja auch immer nur für 3 Tage, ne? So, dazu hier.
Da bringen wir das Wasser mal rüber. Mal gucken, ob wir die Spritze nicht sogar schon auffüllen können, ob das nicht sogar schon reichen würde. So. Ja, 8000 Liter passen da rein. Damit sind wir in 2000 Liter Flüssigdünger. So ein bisschen was über für die Gänse. Okay. Wir haben ja noch nichts gedüngt von den Feldern, richtig? So aus. Genau, nichts gedüngt. Geht natürlich sehr schnell mit der Kiste hier, mit der Arbeitsbreite. Ich denke mal, wir können ja bestimmt direkt beladen. Da oben stand es ja auch, diese. Sehr interessant hier mit diesen. Oben nochmal die Digitalanzeige, die man sieht, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade sehen könnt. So, müssen wir mal gucken, wie viel in Tank 2 jetzt noch reinpassen. Oder wurde das gleich mitgefüllt? Wir werden es gleich merken. Ja, es ist nicht ganz voll, ist aber auch nicht so tragisch, muss auch nicht sein. Wollen wir jetzt hier mal runter zum Düngen, bevor die Frucht so sehr sprießt, wollte ich gerade sagen. Aber ist jetzt erstmal nicht. Weiß ich auch nicht, oder macht man das eher im Frühjahr, YouTube? Da könnt ihr mir gerne nochmal einen Tipp geben. Ob ihr das jetzt auch so gemacht hättet, oder würde dann der Landwirt dann eher im Frühjahr spritzen? Keine Ahnung. Weil das friert ja schon fast, ne? Die sollen hier die Düsen zufrieren. Na gut, noch einmal 8 Grad, also dürfte noch kein Problem werden. So, nochmal schauen, ob wir überhaupt einen Kurs haben. Wahrscheinlich nicht. Fangen wir hier mit Feld 4 an. Sehr geil. Also ein Vorgewinner brauchst du damit nicht. Ja.
Also, Feld 4 und wir haben, was haben wir überhaupt für eine, warte, mit meinem Kurs hier mal rausnehmen. 21 Meter hat er jetzt erkannt. Wir wollen düngen und sehen. Feld 4, Startposition. Da, was ist denn das jetzt? Das fällt mir jetzt echt schwer, warte mal. Ich muss ja die Karte als Gesamt sehen, ne? Also ist jetzt im Westen. Boah, ich fange da hinten an. Also im Südwesten, ne? Südwest. Wir fahren Richtung Osten. Vorgewende brauchen wir nicht. Doch, müsste so gehen. Und wie rum, habe ich gesagt? Was kommt hier jetzt noch? Passt. So, das Ganze einmal speichern. Ne, brech ich nochmal ab. Ich weiß gerade nicht. Feld 7 hätte ich mir jetzt gesagt. Aber es ist Feld 4. So, reingehämmert Feld 4. 21 Meter speichern. So. Versuche ich dir mal vorsichtig darüber zu deichseln. Jetzt kann ich hier nichts kaputt machen. Ich kann mir echt vorstellen, dass das wirklich oft passiert, ne? Dass du, also wenn du mit diesen Spritzen unterwegs bist, dass da ab und zu mal gerade Neulinge vielleicht dann doch mal so ein Ding annecken. So, was wir noch machen müssen, ist den ersten Wegpunkt und dann können wir auch schon loslegen. Ich fahre jetzt einmal rein und dann wieder raus. Gucken mal, ob es klappt. Schon ein geiles Stück Technik, ne? Wenn so die Bäume so dürften jetzt eigentlich nicht in die Quere kommen, wenn er das gut berechnet hat. Und sieht auch so aus. Ja, perfekt. So, dann steht der neuen Ente nicht so viel im Weg. Ich hoffe. Doch, er kommt da, er macht das richtig. Gut, wir müssen jetzt aber echt hier mal weiterkommen mit den Hühnern. Wo ist denn mein Stapelgabler? Switchen wir mal durch. So, dann habt ihr gesagt, hey Tom, die Dinger hier stehen falsch. Zumindest einmal eben drückt, richtig hinräumen. Ne, warte mal, nicht hier drunter. So. Also auf die andere Seite müssen die. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ah, okay. Werden automatisch erkannt. Können wir mal den zweiten auch gleich. Dann sind wir hier richtig startklar. Scheiße, das hängt ja doch irgendwo fest, so. So. Und einmal auf die andere Seite. Zack.
Ja, später packen wir die noch nach da hinten rein in diesen Schuppen. Ich komme da eh nicht dran. Das ist so oder so ein Problem. Aber ich meine, die ist ja eh falsch, ne? Also von daher. Können wir es auch nicht auch lassen. Ich werde vielleicht Folgendes machen. Ich nehme den Stab da einfach nochmal mit. Ich glaube, das ist einfach das Einfachste. Wir fahren zum Shop und kaufen das richtige Teil und gut ist. Wobei ich mich gerade frage, kann ich denn überhaupt hiermit auch schaufeln? Aber es ist eigentlich so ein Kippding, oder? Oder nicht? In die Anleitung schauen. Hier steht jetzt nichts davon. Doch, geht. Also können wir damit zur Not auch so ein bisschen Getreide aufsammeln und dann hier dementsprechend verladen. Aber das bringe ich jetzt gleich mal rüber in diese kleine Klitsche da drüben. Wir können es auch ganz anders machen. Ich muss ja eh noch einen Stapler kaufen. Einen Stapler hätte ich mich ganz gerne da auch am Shop. Dann kann der sich ja noch drum kümmern und das Ding aufladen. Dann können wir es mir vielleicht doch nochmal per Express holen. Dann würde ich jetzt die andere Gabe erstmal zurücksetzen, dass die zum Hof kommt. Die kann ich ja jetzt eh nicht gebrauchen. Ob ich die so erwische vielleicht? Transporter. Nee. Kriege ich so nicht. Jetzt mal Fahrzeuge raus, Anhänger raus. Da ist er. So, und die. Obwohl, zurücksetzen? Nee, warte mal. Warte mal. Ich meine, wir können jetzt auch erstmal das Stroh festmachen. Ich habe da extra den Traktor jetzt hier rüber geholt, ne? Der hat ja auch die Pike drauf. Gut, dann machen wir das erstmal. Die armen Hühner endlich mal ihr Stroh kriegen. Sonst haben wir ja alles schon da. Sonst kommt ja die Eierproduktion nie in Gang. Aber ich gucke es auch mal hier hin. Ah, Mist, ja. Sieht es auch in dem Nebel nicht, was er eigentlich vorhatte. Hä? Ich bin mir nicht sicher, ob er es einfach hier drehen wollte. Du arbeitest aber, ne? Oder? Ja doch. Hätte schon eine ganze Ecke geschafft eigentlich. Also von der Arbeitsleistung her ist die Kombi doch toll. Super. Super. So. Wollen wir jetzt mal diese Hightech-Gabel hier ausprobieren, ne?
Am besten nadel ich ihn so ab. Dann lassen wir ihn wieder aus hier. Ich könnte auch mal in die andere Kameraposition gehen, ob das hier überhaupt Sinn macht. Aber ich glaube, die verwirrt nur. Also ich finde, so eine Zuschaltung, ne, sollte optional sein, dass man das selber entscheiden kann, will ich das oder will ich das nicht. Also finde ich es immer ein bisschen nervig, wenn man da immer noch dazu durchsteppen muss. Hebt der jetzt hinten ab oder was? Könnte fast sein. Ne, geht noch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der Abladepunkt ist. Ich würde fast vermuten, dass man reinfahren muss. Die müssen wir später ja auch selber ausmisten, aber Manfred meinte schon, hey, das ist nicht so schlimm. Es sieht doch ganz anders aus. Na, super. Mal zumachen. So, nun, was sagt die Anzeige jetzt? Prozent. Eierlegekisten, 16 Stück. Eine Kiste mit 30 Eiern, oder? Und zu fressen haben die auch noch nichts. Ich dachte eigentlich, das hätte ich schon gebracht. Okay. Ah ne, deswegen hatte ich ja auch die Säcke gekauft, glaube ich, zum ersten Start. Und die haben wir jetzt ja dann rübergebracht, ne? So, machen wir wieder zu hier. Dann könnten wir eigentlich auch eine LKW-Ladung rüberschicken. Das wird ja auch reichen. Warte mal, ich muss mal die Klappen hoch machen. Zack. Und hier nochmal. So. Und dann schicken wir den dann rüber. Der kann dann mal eine Ladung holen. Das muss ich hier echt nochmal überdenken. Das ist doof. Ich glaube, wir müssen den Kurs nochmal neu machen. Mit allen Vorgewände. Weil das ist... Haut so nicht hin. Ich meine, er wollte jetzt nur drehen, ne? Ist, glaube ich, fast durch. Bis dahin ist jetzt gesprüht. Wie wolltest du dann fahren, mein Freund? Das ist nur der Schatten. Ne, ich glaube, der wollte hier zurück. Ja, aber der Kurs ist doof. Ne? Also dann lieber ein Vorgewende einmal drumherum und dann hast du die Probleme auch nicht, denke ich mal. Das müssen wir unbedingt nochmal korrigieren. Also dann wahrscheinlich den anderen Kurs dann einfach mal löschen. Gut, also nächster Plan, nächste Folge ist dann die Hühner zu versorgen. Das heißt, dass wir dann mal eine Fuhre, keine Ahnung, Weizen, Gerste rüberbringen, was ich noch da habe. Und danach... Ja, die Felder sind ja soweit, also... Klar, mit dem hier noch weitermachen, die Felder noch zu düngen. Ja, und dann überlegen wir uns mal die Winterbeschäftigung, was dann noch so anfällt. Ne? Genug zu tun haben wir ja. Hühner versorgen, Eierproduktion, scheiße. Vielleicht räume ich hier im Winter auch mal auf, dass ich bei dem Feld hier mal drumherum ein wenig Platz mache. Hm. YouTube. Schönen Restsonntag. Mach's gut, ciao.
Ja, da hätte ich sogar noch einen Kurs drin. Cool. Schön, dass ihr noch da seid. Den starte ich eben noch. Dann wird's doch besser. Okay, jetzt bin ich aber raus. Ciao.